So, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Multimeter bedient. Es gibt einmal digitale, so wie dieses hier, ein digitales Multimeter oder analoge, die haben dann so eine Art Zeiger, so einen Zeiger, der euch dann zeigt, wie viel Spannung dann jetzt gerade da ist. Hier rollt gerade schon die Batterie rein, die wir gleich benötigen. Also, so sieht das Ganze dann aus ungefähr. So, hier sehen wir Volt, das heißt, damit können wir Volt messen und das ist das Zeichen für Gleichstrom. Das heißt, Batterien, Trafos, spezielle, haben Gleichspannung. So, wenn wir auf 600 stellen, können wir maximal 600 Volt messen. Da ist dann die Genauigkeit allerdings nicht so genau. Das zeige ich euch sofort. 20 Volt oder 20 ist immer ganz gut. Hier habe ich jetzt einen Trafo stehen. Moment, sieht man ihn? Da ist er. Und jetzt müssen wir nur noch alles anschließen. Hier ist meistens immer so ein Kabel dabei. Das heißt, das Schwarze kommt in die Mitte zu kommen. 10 Ampere braucht ihr jetzt erstmal nicht, da braucht ihr Volt, Ohm und Milliampere. Erkläre ich gleich noch, was das ist. So, jetzt nimmt man sich die beiden Kabel und wir sehen, wir haben 12,0908, 09 Volt, so ungefähr. Wir können ja auch runterschalten auf weniger, aber ja, haben wir gesehen, es funktioniert. Dann gibt es hier noch 2. 2 ist maximal 2 Volt, 3 Volt geht auch, aber man sollte das dann nicht überstrapazieren. Hier nehmen wir jetzt mal so eine ganz normale Batterie von einer Marke, die ich jetzt nicht weiter erläutere. Dann schließe ich das mal an und wir sehen, die Batterie hat 1,5996 Volt. Ne? Also je genauer man das einstellt, man kann jetzt natürlich hier nicht erwarten, dass der da noch irgendwie eine 20 oder eine 30 Volt hinquetscht. So geht das nicht. Also je nachdem, hier ist das ungenau, deswegen kann man das einstellen. Dann gibt es hier noch Millivolt. Da gibt es dann was ganz Tolles. Wenn ihr jetzt Minivolt messen wollt, Minivolt, dann nehme ich hier jetzt zum Beispiel mal zum zeigenden Lautsprecher, wenn ich da vorne nämlich drauf klopfe. Sehen wir, das sind Millivolt. Na, also wir sehen hier immer den Punkt. Ja, nur mal so zum Demonstrieren. Ach, das kann ich gleich drin lassen. Hier können wir Ohm mitmessen. Da, man sieht es jetzt hoffentlich gut. So. Hier können wir jetzt gucken, ob wir 2M, das sind glaube ich 20 Millionen oder sowas, 200.000, 20.000, 2 1000 oder 200 Ohm messen wollen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier an dem Lautsprecher noch angeschlossen habe, haben wir dann 0, oder 7,4 Ohm. Das heißt, wir können jetzt den Lautsprecher messen. Wenn wir da dann irgendwie dran gehen, dann ist ja klar, dass es unterbrochen wird, weil wenn man den Lautsprecher eindrückt, dann hat man mehr und wenn man den ausdrücken lässt, hat man weniger. Aber hiermit kann man Ohm messen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal das Zeichen dafür. Ohm, ne? Das steht hier. So, dann habe ich hier noch, hier daneben, dieses Gelbe. Dann nehme ich mal die Kabel hier raus. Dann kann ich das nämlich besser zeigen. Hier, wenn da so eine 1 steht, bedeutet das jetzt bei diesem und bei vielen anderen Modellen auch, dass sie überfordert sind. Das heißt, da ist entweder ein Fehler, nicht richtig angegeben oder eingestellt oder sowas. So, jetzt habe ich hier das. Und da kann ich dann anzeigen, wenn ich die zusammen mache. Sehen wir, das Ding piept. Und ja, es ist verbunden. Wir können auch jetzt zum Beispiel in den Trafo hier reingehen. Was das für eine Anzeige ist, das weiß ich noch nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Durchgangsanzeige, ne? Also, so, dann haben wir hier HFE. Hier kann man dann Widerstände reinstecken, hier oben. Manche haben das nicht. Es gibt auch sehr viele, die dieses Piepen nicht haben. So, dann können wir hiermit auch wieder Ohm messen. Hier 10 Ampere, zeige ich euch kurz. Dazu müsst ihr dann dieses 10 Ampere Kabel nehmen und wenn ich jetzt hier mal das Ganze einstelle, so und dann so mache, dann sehen wir, dieser Lüfter, der braucht ungefähr 100 Milliampere. Stimmt das? Ja, 1,2, 1,1, da steht drauf 0,12 Ampere. Damit können wir Ampere messen. Wenn es sich um Milliampere handelt, kann man hier auch auf das M gehen und das Gleiche dann so ausprobieren. So. Ja, deswegen können wir das direkt überspringen, weil da funktioniert es genauso. Hier habe ich jetzt noch so ein kleines Licht. Ja, ist ganz nützlich und so eine Hold-Taste, aber
Ja, Hold Peak. So, und hiermit kann man Gleichspannung messen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Lampe und hier sind offene Kabel dran. Da können wir jetzt gucken, 10 Volt. Naja, 10 Volt. Habe ich gerade Gleichspannung gesagt? Wechselspannung oder Wechselstrom wollte ich sagen. So, 600 bis 200 Volt, das ist für Trafos ganz einfach gedacht. Da ist es wieder ein bisschen genauer. Und bei 600 kann man dann halt bis zur Steckdose gehen. Aber das möchte ich jetzt nicht machen, weil ich weiß nicht, wie sicher diese Kabel sind. Ne? Also, die sind nicht besonders gut. Cat 600 Volt, tatsächlich. Cat 2, da gibt es noch spezielle Regeln für, das weiß ich aber leider nicht. So, und hier unten sieht man auch manchmal noch, was die maximal aushalten. Hier in diesem Fall maximal 600 Volt, Gleichspannung und Wechselspannung. Darunter noch 200 Milliampere maximal über diese Volt, Ohm und Milliampere. Also hier Ohm. Ohm ist zum Beispiel, um zu gucken, wie es bei Lautsprechern ist, wie viel Ohm die haben. Da könnt ihr euch dann nochmal genauer informieren. Ja, das war's auch wieder von mir. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.